So, neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Ich bin Wolf Fuß und wir begrüßen Sie recht herzlich zu diesem Spiel. Hallo, liebe Zuschauer. Wir glauben, das wird heute richtig spannend. Heute heißt es Hallesche FC gegen Eintracht Frankfurt. Und wie schätzt du die Gastgeber heute ein? Sie haben noch genug Möglichkeiten, sich zu steigern, aber trotzdem, als Titelkandidat sollte da auch in dieser Frühphase der Saison schon etwas mehr kommen. Sie müssen sich jetzt unbedingt zusammenreißen. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2, heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten ja heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. Könnte die Führung werden. Kein Tor. Ah, das ist ärgerlich. Müssen sie nutzen, dann wären sie hier vorne. So bleibt es auf jeden Fall spannend. Das könnte gefährlich werden. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Es müsste mal eine zündende Idee kommen. Und das gibt Eckball. Das wird jetzt Abschluss geben. Also, seine Entscheidung ist ja mittlerweile bestätigt worden. Sein neuer Verein heißt FC Chelsea. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Klasse Aktion da. Hani Mukhtar. Da kommt die Flanke. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Weg ist der Ball. Da wäre jetzt Platz. Er bekommt Hilfe. Die kurze Variante. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Hani Mukhtar. Lindelöf. Scott McTominay. Sehr guter Einsatz. Rafa Mir. Den Ball spielt er gut. Jetzt der Schuss. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Klasse Aktion, Ball ist weg. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Schönes Zuspiel, gute Aktion. Der geht an die Latte und zurück ins Feld.
Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Linetti. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Sosa. Und nun ein Schuss. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Irgendwann, Duschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Hier zahlt sich das Standardtraining aus. Schöne Variante. Hier nochmal dieser Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ganz wichtig, da muss er hin. Sie müssen aufpassen. Familie. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Hani Mukhtar. Papadopoulos. So, immer weiter läuft der Ball, immer weiter suchen sie die Lücke. Ah, oh, da geht er vorbei. Da kommt er raus und hält den Ball. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter, gibt 3 Minuten obendrauf. Tolles Zuspiel. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Fängt diesen Ball ab. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Klasse Spiel bisher von der Eintracht. So soll es natürlich aus Sicht der Frankfurter weitergehen. Nun Linetti. Klasse Zuspiel. Gefährlich. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne in der Wiederholung nochmal anschauen. Ja, schwacher Ball hier. Gutes Pressing jetzt. Guter Pass. Da ist die Szene vorbei. Hier sehen wir den nächsten Gegner der Eintracht eingeblendet. Ja, für sie geht es gegen den VfB Stuttgart im nächsten Bundesligaspiel. In dem Duell gibt es für mich keinen Favoriten. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel.
Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt müssen sie aufpassen. Da schießt er. Das gibt einen Eckball. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Ecke kommt rein. Rafa Mir. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Die Gäste werden wechseln. Hani Mukhtar. Schöne Aktion. Den Ball holt er sich. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Da liegt ein Spieler am Boden, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es irgendwas Muskuläres. Da passt er auf und kann klären. Ballverlust. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Die Fans wollen den späten Ausgleich, stehen noch mal wie ein Mann hinter dem Team. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Scheint mir fast so, als wäre das Resultat für die Frankfurter in Ordnung. Sie verlegen sich jetzt zunehmend aufs Verteidigen. So wie es aussieht, sind sie mit diesem Ergebnis zufrieden. Sie stehen jetzt extrem tief und versuchen nur noch das Spiel über die Runden zu bringen. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne eine Wiederholung nochmal anschauen. Jetzt wird es eine Auswechslung geben. Könnte sein, dass sie das Ergebnis jetzt absichern wollen. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Auch dieser Ball kommt an, das schießt er rein. Vielleicht der Ausgleich. Eckball. So, Buschi, wir schauen an die Seitenlinie. Spielerwechsel jetzt bei Halle. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird. Auch in taktischer Hinsicht. Die Ecke kommt rein. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Rafa Mir. Guter Ball nach draußen. Sosa. Ball kommt weit. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Hier kommt die Nachspielzeit. Zwei Minuten gibt's. Das ist der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Eintracht Frankfurt gewinnt also dieses Spiel. Das war's. Niederlage.
Ich weiß nicht, ob heute mehr drin war. Es hat eben am Ende nicht gereicht. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Das ist der